So, damit ein herzliches Willkommen hier wieder zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, sind wir in die Richtung des Supermarkts gegangen und haben ja das Ganze beendet kurz vor der Platte, wo er da zu stehen ist, der Angestellte des Monats. Und wir gucken jetzt mal weiter, wie läuft's im Supermarkt? Erstmal gucken wir uns erstmal hier die wunderbare Karte an. Green Place Market, Mitarbeiter des Monats. Wunderbar. Kann ich hier noch was anderes machen, außer mir das anzugucken? Nö. Ich kann mir das eigentlich nur übersetzen lassen. Oh. So. Die liebe Dina ist jetzt auch mitgekommen. Wir gucken jetzt erstmal hier so weiter, wie es hier so weitergeht. Also, wir sind hier auf jeden Fall in einem Gebiet voller Sporen, wo Ellie jetzt auch eine Maske trägt, obwohl Ellie gar keine Maske benötigt. Ja. Dadurch, dass sie ja eh immun ist gegen gewisse Sachen, ist es gar nicht vonnöten, dass sie da sowas trägt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eventuell ein kleines Geheimnis, dass Ellie immun ist. Deswegen eben halt auch in der allerersten Folge die Cutscene, wo Ellie ihren Verband um die Bissstelle hat, um eventuell das gar nicht den Leuten so zu zeigen. Aber wir gucken jetzt mal, was uns hier die Notiz sagt. Vielleicht finden wir ja auf der Notiz hier auch den Zahlencode für den Safe, den wir ja schon unten gesehen haben. So, lass uns das mal durchlesen. Jo, Christen! Kirsten, Christen, wie auch immer. Ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver Junge. Mein was? An dem mein braver Junge mit. Junge Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk bloß nichts. Die sind für deinen Rücken. Okay, gute Besserung. Mina! No. Also, da müssen wir doch mal glatt gucken. Wissen wir, wann der Junge, der Wunderbare. So, bitte entschuldigt einmal ganz kurz die Unterbrechung. Ich muss ja ganz kurz mal was erledigen. Aber, soll uns jetzt nicht täuschen. Wir suchen immer noch die Kombination für den Sohnemann, der ja dann Angestellter des Monats geworden ist, damit wir den ganzen Spaß hier als Kombination sehen können. Jetzt ist die Frage, müssen wir uns das wirklich angucken? Oder reicht es, wenn wir jetzt hier einfach nur gucken, Mitarbeiter des Monats und das war's, oder wie? Vor allem Mitarbeiter des Monats ist ein Hund, sehe ich das richtig? Okay. Wir gucken einfach mal so, ob der, vielleicht hat sie ja schon die Nummer vom Safe. Nee, wir müssen sie selber eingeben, okay. Das heißt, wir wissen, wann der, aber ich kann es doch gar nicht. Ah! Okay, Oktober. Dann ist es Juli 2013. Also 07 2013? Ist das richtig? Probieren wir mal aus. 07. Okay, war zwar jetzt nur geraten, wegen dem Hundebild, aber gut. Du hast, was habe ich bekommen? 32 Zusätze für was denn? Ah! Okay, also wir könnten jetzt mal was verbessern. Und zwar haben wir jetzt 30. Ach, der Rest ist alles drüber. Ach so, das kann ich nicht verbessern. Erhöhe die Geschwindigkeit der Medikits. Aber warum kann ich das noch nicht verbessern? Warum ist das noch nicht freigeschaltet? Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. Bewege dich im Lauschmodus schneller. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das gefällt mir jetzt nicht wirklich so sehr. Aber nö. Aber nö. Machen wir jetzt erstmal noch nicht. Weil so oft bin ich jetzt auch nicht im Lauschmodus. Also klar, ich bin ab und zu mal im Lauschmodus, aber vielleicht brauchen wir es ja für einen späteren Zeitpunkt. Können uns erstmal ganz normal wieder bewegen. So. Hier haben wir ein paar Lumpen gefunden. Wir hatten noch vorhin Alkohol gefunden, Lumpen gefunden. Hier haben wir wieder nichts.
Hier haben wir das. Sehr gut. Wir haben wieder Pillen, Lumpen und müssten uns jetzt eigentlich. Ah, nee, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns eigentlich schon wieder Medikit herstellen können. Können wir aber nicht. So, jetzt sind wir aber hier einmal durch. Wir könnten jetzt da hinten wieder durch. Da will ich aber noch nicht. Ich will jetzt erstmal hier kurz nochmal kurz in den Raum hier reingucken. Weil den Raum haben wir hier uns noch gar nicht komplett angeschaut. Ja, nicht wundern. Ich halte mich gerne mal ein bisschen länger auf beim Looten. Weil ich möchte eigentlich nichts verpassen. Wie zum Beispiel hier diese ganzen Verbesserungsdinger, die wir nachher brauchen, um unsere Waffen zu verbessern. Und da will ich so wenig wie möglich verpassen, genauso wie ich auch so wenig wie möglich verpassen möchte, zwecks diesen Kartengeschichten, also sprich diesen Sammelkarten, auf die so Ellie steht. Haben wir denn hier hinten? Nee, hier hinten haben wir nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt hier, weil wir hier schon durch waren, einmal durch. Ja, moin! Okay. Die Klicke mit einem Springmesser laut und schleiche sich. Okay, also Klicker gibt es immer noch. Klicker. Leicht drücken, um dich leise zu bewegen. Ich kann mich also. Okay, komm. Wir versuchen ja immer noch sneaky zu agieren. Und ich weiß, dass die Klicker gerne mal scheiße sind. Also Klicker können uns nur für die Leute, die Klicker nicht kennen, Klicker können uns nicht sehen. Die agieren nur nach Gehör. Das heißt, umso leiser ich bin, umso besser ist es für mich. Aber ich brauche die Lampe nicht ausmachen. Das ist der große Vorteil von Klickern. So, ich könnte jetzt gucken. Genau, der läuft nämlich jetzt hier seine Runde. Auch wenn er die ganze Zeit brüllt, das ist völlig in Ordnung. Er sieht uns ja nicht. Maximal hört er uns. Heißt aber im Umkehrschluss, der müsste jetzt, glaube ich, nach rechts gehen. Nein, er geht nach links, okay. Okay. Wir probieren mal jetzt Sneaky Ninja-mäßig an ihm vorbeizukommen. Das ist die Frage. Durch diesen Kill hat uns der andere eventuell gehört. Da ist er. Okay, wir probieren mal den anderen auch Sneaky Ninja-mäßig. Alter, kannst du mal aufhören? Du gehst ja sonst immer in eine Richtung. Da ist der Kill-Counter. Drücke L1, um Nahkampfangriffe auszuweichen. Geil. So, eine schlimme ist, er hat jetzt natürlich resettet und den anderen Klicker, den ich vorher schon getötet hatte, leider Gottes wieder zum Leben. Ja. Also wir probieren eben halt hier so Sneaky Ninja Style technisch. Wir könnten eigentlich auch an denen, glaube ich, vorbeischleichen, einfach so. Ohne die Jungs und Mädels hier zu töten. Aber wir wollen sie natürlich töten. Man muss jetzt dazu sagen, das war jetzt gerade recht tricky, because of. Genauso wieder. Weil er hat sich umgedreht.
Also er war kurz vorm Umdrehen. So, gut. Diese Blindenviecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Also es sind extrem viele Zombies. Uns. Also wenn man sich jetzt mal nochmal das Protokoll angeguckt hat, der von Olle Joel und Co. Da war ja nicht so viel los. Wir haben jetzt irgendwie hier gefühlt schon 4, 5 Runner gehabt. 2 Klicker. Also ist jetzt nicht ganz so sauber, die Ecke hier. Da muss man aber auch ganz klar sagen, wer hat seine Patrouille nicht richtig gemacht? Da ist die Tür. Warum muss ich hier aufräumen? Ja, ist ja gut, beruhigen Sie sich. Ich will ja erstmal noch ganz in Ruhe hier looten. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ja, das Spiel zeigt mir natürlich verschiedene Sachen an, wo ich dann weiterkommen muss, wo es weitergeht. Aber für meine Verhältnisse, dafür, dass ich dann ab und zu mal was gucken möchte, ein bisschen zu schnell. Ich möchte natürlich nichts verpassen. Ah, gut. Okay, hier ist jetzt nichts weiter. Ich habe ein Geschenk für dich. Was hast du denn für ein Geschenk für mich? Ellie. Ja, geh mal her. Hier. Danke. Oh, guck es dir an. Das sieht gut aus. Das ist ein wunderschöner Sei vorsichtig. Molly. Ich bin Profi. Das war's noch nicht. Nee, war's auch noch nicht. Und das ärgert mich. So, erstmal hier noch ein paar Pillen mitnehmen. Dann Lumpen, Lappen. Nochmal ein paar Pillen, sehr gut. Hier sind auch noch ein paar Pillen, oder? Genau. So, also Pillen sind auf jeden Fall immer das A und O. Pillen und diese Schrauben. Ja. Plus, dass wir jetzt natürlich hier wieder, ach, guck mal an. Sachen haben zum Herstellen. Ja und ja. Was meinst du? Die Römer zuerst. Mal sehen. Okay. Die Runner zuerst ist auf jeden Fall die richtige Devise. Es ist nur die Frage, wo sind die Runner? Vor allen Dingen, ich muss die jetzt alle killen. Das ist doch... Ey, da ist doch Sterben schon wieder vorprogrammiert. So, da ist ein Klicker, da hinten war ein Klicker, irgendwo waren auch noch Runner. Also da ist ein Klicker, da ist ein Klicker. Haben wir jetzt nur noch Klicker da? Hatten wir nur einen Runner? Ich meine, wir hätten mehrere Runner gehabt. Ups. Okay. Okay, probieren wir mal was aus. Weil jetzt stand er jetzt auch gerade drin als kleiner Hinweis. Die laufen noch da durch.
Ja, hallo? Wie jetzt? Okay, den nächsten Runner. Leider hat es nicht hingehauen, so wie ich mir das vorgestellt hatte, dass wir mit dem Molly, dass wir irgendwie gefühlt alle Runner erstmal damit töten. Hat leider nicht hingehauen. Was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, zweiter Versuch. Dort rechts, da ein Klicker. Ja, und? Sie mal da hin. Molly herstellen, okay, oder? Ist hier noch irgendwo eine Flasche? Also klar, ich könnte jetzt auch ihn hier abwerfen einfach. Oh Mann. Vielleicht brennt er jetzt auch nieder. Ja? Ja? Und ja. Nein. Okay. Also mit zwei Mollys. Easy. Beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. So, jetzt gehen wir mal ganz easy going okay. Hier. Gucken wir mal nach ein bisschen Loot Stuff. Und da machen wir dann Pause. Ja, wir zum nächsten Posten. Okay. Say. Wir gucken jetzt erstmal hier, was wir hier noch so schön an Loot finden. Siehst du einen Ausgang? Warum du immer gleich wieder wegrennen willst? Nein, wir laufen jetzt hier nicht weg. Wir gucken uns jetzt erstmal ganz gemütlich um. Ja? Und mit ganz gemütlich meine ich, dass ich hier wirklich fast jedes Regal einmal abgehe. Eventuell sogar zweimal. Und natürlich auch die Leichen hier nochmal kurz gucke. Ja, und ja, und ja. So, hier haben wir eine Tür. Hier liegt noch was. Genau. Weil wir brauchen wirklich alle Sachen. Also, wir wissen, die Materialien sind wirklich rar und die müssen wir eben halt suchen. Ansonsten können wir Sachen nicht herstellen. Und wenn wir Sachen nicht herstellen können, ist Kacke. Oh, ich würde fast behaupten, wir müssen irgendwie nach da draußen... mal nach da raus. Weil ich am überlegen bin, könnte man sogar hier raus? Jetzt sieht ja nach aus. Als ob wir hier raus können. Probieren wir es mal aus. Nein. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Das ist jetzt ihre... Das soll jetzt... Das ist jetzt deine Idee? Nein. Und... Nein. Kabel! Na also. Ja. Das sollte gehen. Aha. Los, rüber! Scheiße, ja. Okay. Und damit kann ich sie jetzt wahrscheinlich hochziehen, richtig? Okay, das ist gut. Dann mal los.
Achso, nee, hochziehen nicht, sondern sie kann klettern. Jawoll. Nice. Kann ich bestimmt auch. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Es ist ziemlich windig. Okay, damit haben wir uns jetzt auf jeden Fall hier drüben gegönnt. Ach, guck mal, hier sind unsere Pferdchen. Gibt's denn hier sonst noch feine Sachen auf dem Dach? Eigentlich? Kann ich irgendwie hier rüber? Nein. Kann ich hier? Nein. Also muss ich hier runter einfach. Genau. Ja, der ist schon mal wirklich zugelegt. Oh, so. Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komme dir nach. Es ist ganz schön kalt. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Okay, sind aber auch keine weiteren Sachen, wo ich irgendwas looten könnte. Oder? Nee, hier ist eine Brücke. Es wird immer schlimmer. Sollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Haben es fast geschafft. Das war wirklich heftiger Schneesturm, also. Nicht hier absteigen. Dina? Wo ist denn Dina? Dina? Dina! Hallo? Ja, wo siehst du ihre Fußspuren? Dina, wo bist du? Ja, sie wird ja wohl hier reingegangen sein. Ja, toll. Jetzt haben wir Dina verloren. Na, super. Dina! Wieso haben wir denn jetzt Dina verloren? Scheiße, wo bin ich? Also ich weiß, warum wir Dina verloren haben, weil wir wollten ja woanders mal was gucken. Wir sind im Kreis gelaufen. Oh! Wo bist du? Hab Ellie gehört? Ich weiß nicht! Tritt einfach weiter! Dina! Da bist du doch! Dina, ich bin hier! Ellie! Oh, hallo, Dina! Gott sei Dank! Komm schon! Hier hallo! Rein. Wohin gehen wir? Vertrau mir! Wir da, wo wir unsere Pferde unterstellen können. Hallo? Warte, Hüß. Ich mach die Tür zu. Okay. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um. Wir sind hier in der Bibliothek, wie es aussieht. Oder in der Bücherei. Oder hier? Nope. Und wenn wir hier in der Bücherei sind, in einem Ort, den wir sonst uns noch nie so angeschaut haben, sollten wir diesen erstmal erkunden. Vor allen Dingen liegen hier sehr viele Flaschen. Flaschen sind immer ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo eventuell ein bisschen was Hide-and-Seek-Technisches gemacht werden muss. Scheiße. Ich sehe nach, was da hinten ist.
Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Thematik. Dass du hier Scheiben einfach einschlägst, um dann in die Räumlichkeiten zu kommen. Finde ich voll geil. Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Wie kommt sie denn jetzt darauf? Wer würde an sowas herumbasteln? Ja, wer nicht? Also. Guck mal hier. Ich würde gern wissen, ist das eine Art Werkbank? Kann ich hier meine Waffen verbessern? Wäre schon mal geil. Und warum kann ich nicht sprinten? Ach, hier draußen kann ich wieder sprinten, okay. Ich finde das auch voll cool mit der Soundkulisse, dass wenn du da so eine Scheibe eingeschlagen hast und du dann über die Scheiben drüber läufst, dass dieses, das Scheibengeräusch halt noch da ist. Also das mit den Scherben. Das finde ich voll geil. Haben sie schön gemacht, so auf kleine, das sind so die kleinen Details, die sie sich angeschaut haben. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Okay. Kommt man woanders rein? Ja klar, kommen wir woanders rein. Wir haben ja schon den einen Eingang gefunden. Das heißt, hier können wir jetzt schön durch. Ja, hier sehen wir noch die Scheiben. Hört man auch noch. Schön drüber laufen. Und jetzt würde ich fast behaupten, gehen wir einfach mal hier rein. Eugen Linden! Ja, ich würde es gerne drehen. Ah. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten. Und zwei Zivilisten. Scheiße. Ein Kontrollpunkt in Denver? Dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Ja. Also, man muss aber auch sagen, er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. In der jetzigen Situation, tut man halt einiges, um zu überleben. Das ist schon richtig. So, Tagebucheintrag. Wir haben natürlich jetzt das Dienerzeug und heute war es total verrückt schon vorgelesen. Hatte Eugen Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein. Dann hätte er was gesagt. Schön, schön, schön. Also heißt es im Umkehrschluss, dass wirklich in dem Dorf, wo wir uns aufhalten, wo jetzt dann auch wieder 4 oder 5 Jahre vergangen waren oder sind, kennt keiner die Thematik, dass ich immun bin mit Ellie. Interessant zu wissen. Lass uns doch mal gucken. Wir haben eine neue Sammelkarte gefunden. Diese heißt Laurent Foucault, CEO Spark. Okay. Was sind denn seine Eigenschaften? Echter Name Laurent Foucault. Cold, Kalt. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist aber auch erstmal Wurst. Intelligenz 100, Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spark. So, Laurent Foucault wurde mit einem brillanten Geist, aber vielen körperlichen Gebrechen geboren und verbrachte viele Jahre seiner Kindheit und Jugend in Krankenhäusern. Mit 15 Jahren erlangte er den Doktorgrad in Medizin und entwickelte ein Medikament gegen seine seltene Erbkrankheit. Das Patent darauf machte ihn über Nacht zum Multimillionär. In nur wenigen Jahren wurde aus seinen Millionen Milliarden. Dieses Kapitel gab Laurent Foucault die Möglichkeit, das Zytech-Imperium Spark zu gründen und völlig freie Hand Wissenschaft und Fortschritt voranzutreiben. Gerüchten zufolge hat Spark eine Methode entwickelt, Neugeborene spezielle Superkräfte einzuimpfen, aber Foucault weist diese Gerüchte als lächerlich zurück. Er gehört der Gattung Schurke.
Okay. Gut zu wissen. Hier sind übrigens auch die... Sind das die Comics, die Joel damals gesammelt hatte für Ellie? Oder ist auch die Frage, haben wir in Last of Us Part 1 alle Comics gefunden? Ich glaube nicht. Aber das werden wir nie herausfinden. So, wir sind hier in einer Bibliothek oder in einem Bücher irgendwas. Geil, hier ist wieder eine Blaze. Eine Blaze Dry, zwei Controller. Oh, was haben wir denn hier? Was sind denn das hier für Spiele? Uncharted 2. Der da vorne erkenne ich nicht. Und das ist da drunter leider auch nicht. Okay. Aber es ist Uncharted 2 auf jeden Fall. So viel haben wir schon mal gesehen. Ist das eine Werkbank? Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Tommy und Eugene, okay. Licht, Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Aber einen Generator will ich ja nicht anmachen. Also, was wir ja wissen, bei Last of Us Part 1 oder beim ersten Teil von Last of Us, gab es ja auch super viele Generatoren. So, hast du diesen Generator angemacht? Hast du den Fokus, weil der so scheiße laut war, natürlich von den ganzen Zombies auf dich gezogen? Das ist, sagen wir mal, nicht so clever gewesen. Aber gut, wir lesen jetzt erstmal Eugen. Eugen, bitte komm nach Hause. Seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. So gut. Krass. Eugene. Hallo, ich bin hier am Vorlesen. Bitte Ruhe. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht, deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich, Claire. Ja. Ja. Ich hey, würde... Da ist der Generator. Ja, ich wäre an seiner Stelle auch nach Hause gegangen. Also sprich, zu meinen Dings hin. Was mich ja schon immer mal interessiert hat. Wenn ich jetzt hier drauf schieße, würde das Schloss kaputt gehen? Leider nein. Eine Munition verschwendet. Oder ein Schuss. Gut, den Generator machen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder ganz viel Spaß. Hier bei einem kleinen Let's Play von The Last of Us Part 2. Schaltet auch wieder nächste Woche ein, wenn es heißt Last of Us Part 2 geht weiter. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.